Hello, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge von Angezockt. Heute mit dem Facebook-Spiel Kingsbridge. Ja, ich habe an dieser Stelle mal schon ein bisschen reingespielt in dieses Spiel, habe das Tutorial übersprungen und weiß daher schon so ungefähr, was hier so abgeht. Und zeige euch das Ganze jetzt mal. Also, das hier ist unser Dorf. Ja, ziemlich klein, aber fein. Wie gesagt, und ich rede auch wirklich nur von diesem Bezirk hier, von diesem Bereich. Alles, was hier drumherum ist, ja, alles diese ganzen Ruinen, das gehört noch nicht uns. Das können wir aber mit der Zeit quasi für uns beanspruchen. So. Und wir haben hier überall Symbole. Das hier zum Beispiel bedeutet, hier kann ich Gold sammeln. Ja, das sind Wohnhäuser. Und die produzieren quasi Gold, Steuern. Allerdings müssen wir die natürlich auch mit Nahrung versorgen. Dann klicken wir einfach mal drauf. 10 Nahrung weg. Und dann dauert es jetzt eben 1,5 Minuten. Und dann gibt es wieder, wie ihr sehen könnt, 30 Gold. So. Das gleiche können wir hier natürlich auch machen. Und hier haben wir eine Farm, die produziert logischerweise Nahrung. Und dann können wir da draufklicken und dann haben wir quasi eine Auswahl an verschiedenen Pflanzen. Momentan können wir eben nur Kürbisse anpflanzen. Sehr der Getreide ist erst ab Level 4 verfügbar, Möhren ab Level 5, Kohlköpfe ab Level 5, Erbsen ab Level 6 und Trauben ab Level 7. Also entscheiden wir uns natürlich für die Kürbisse. Und das dauert natürlich auch immer ein paar Minuten. Ne? Drei, um genau zu sein. Man kann es natürlich durch den Kauf von Ingame-Währung, kann man das Ganze abkürzen. Wir haben sogar 251 von diesen, ja, was sind's? Edelsteinen. Steht jetzt hier nicht was genau, aber auf jeden Fall irgendwelche Edelsteine, Diamanten, whatever. Ja, dann haben wir natürlich hier unsere Wachtürme. Zur Absicherung unseres Dorfes, denn es kann auch angegriffen werden. Und hier unser Rathaus, da können wir jetzt momentan nichts machen. So, hier links an der Seite sehen wir haben zwei Aufträge. Hier, er will zum Beispiel, dass wir 100 Gold sammeln und 15 Fußsoldaten in unseren Besitz bringen. 13 haben wir bereits. Wir haben hier unsere Kaserne. Die haben wir quasi akquiriert, also das war eine Ruine. Die haben wir jetzt so geschnappt. Und hier können wir dann eben Fußsoldaten rekrutieren. Und es dauert immer ein paar Sekündchen. Und da, ach, jetzt haben wir sogar einen zu viel gemacht. Naja, was soll's. So, damit hätten wir den Teil der Aufgabe schon mal erfüllt. Wir könnten auch hier jetzt hingehen, Edelsteine einsetzen, um das Ganze zu überspringen und direkt abzuschließen. So, und die andere Aufgabe, was sollen wir da machen? Wir sollen einmal von der Farm was ernten. Können wir ja gleich in ein paar Minuten. Und 4 Häuser versorgen. Da fehlt uns nur noch 1. So, hier können wir erstmal wieder Gold einsammeln und eben auch Erfahrungspunkte. Denn natürlich steigt man auch im Level auf. Logisch, habt ihr ja vorhin gesehen, bei der Farm. So, da ist es geschehen. Wir haben Level 3 erreicht. Damit können wir unser Rathaus ausbauen. Und haben ein paar andere Belohnungen bekommen. Nahrung, Holz und ein Königssiegel. Und 5 Königssiegel, wofür auch immer die gut sind. Das weiß ich noch nicht. So, die können wir erstmal alle mit Nahrung versorgen. Da ist es gleich soweit. So. Unser Rathaus. Achso, warte mal, wie geht denn das? Kündchen. Das ist auf jeden Fall der Shop. Hier kaufen wir quasi neue Gebäude. Ja. Gibt halt unterschiedliche Kategorien. Normale Gebäude, dann Verteidigungsanlagen und Dekorationen. Wie zum Beispiel ein tolles Fischfass. Ja. Ist das Rathaus jetzt automatisch? Hat sich das automatisch abgegradet? Das würde mich mal interessieren. Oh, schreibt mich meine Mutter an. Das ist natürlich ganz schlecht. So, ja, da, aha, wir können die Pflanzen ernten.
Vergiss nicht, wir werden keine Steuern zahlen, wenn unsere Teller und Töpfe leer sind. Genau, richtig. Also immer schön mit Nahrung versorgen, damit es auch Gold gibt. So. Dann haben wir direkt zwei neue Aufträge. Also, wir sollen ein Haus, also Gebiet mit einem Haus beanspruchen. Das können wir uns hier auch mal auf der Karte direkt anzeigen lassen. Das da. Dann sollen wir zweimal einen Weg kaufen. Zwei Wegstücke. Und ein Haus mit dem Weg verbinden. Also das hier. So, das heißt, wir schnappen uns das jetzt. Ah, dazu brauchen wir ein Königssegel. Dafür werden die benutzt. Okay. Und wir brauchen 100 Nahrung. Beanspruchen das Ganze. Damit gehört es uns. So. Und jetzt können wir hingehen. Und eben... Ach so. Okay. Zack. So. Das war gerade ein bisschen dumm. Aber ein bisschen zu viel ausgegeben. Naja. So. Quest erfüllt. Und die versorgen wir natürlich auch direkt mit Futter. So. Da ist ja auch direkt wieder was Neues. Beginne den Ausbau von Haus einmal zu Level 2. Okay. Also, wir haben hier unser Haus. Ach so. Moment, wie geht denn das dann? Ach, hier, Ausbau. Aha. Ausbauen. So, dann können wir hier das Rathaus ausbauen. Zu Level 2. Dauert allerdings 4 Stunden. Und kostet 250 Holz. Die haben wir aber locker. Sagen okay. Ja, und das dauert jetzt. Das werden wir in diesem Video natürlich nicht zu Gesicht bekommen. So, was will er eigentlich? Zerstöre Hobarts Rathaus. Hobart ist quasi unser Erzfeind sozusagen. Ein böser, böser, böser Lord, gegen den wir kämpfen. Und ja, wir sollen sein Rathaus zerstören. Das bedeutet natürlich, wir brauchen... Achso, genau, da kommen wir noch auf die Weltkarte. Wir brauchen Soldaten. Wir haben ja jetzt nun einige. Genauer gesagt... Sind das unsere? Ne, Moment. Wo gehen wir denn jetzt hin? Hm. Du hast deinen ersten Besucherbonus. Nee, das ist eine Stadt von so einem KI-Typen. Nee, da wollen wir nicht hin. Geschenk senden, Bündnisse, Kampfhistorie. Wo sehe ich denn meine... Ach, nee, Moment. Nein, das ist die Bevölkerung, die ich habe. Wo sehe ich denn meine Truppen? Ach, guck mal, wir stehen noch unter Anfängerschutz. 167 Stunden noch. Hm. Wo sehe ich meine Truppen? Unser Wappen können wir also auch verändern. Okay. Ja, gut. Soll uns das mal egal sein. Weltkarte. Na gut, wir gehen jetzt mal auf die Weltkarte. So. Da ist er. Der böse Hobart. So, wir können jetzt hier mal ausspähen. Das ist ein Lager. So, wir haben jetzt 16 Soldaten. Wir probieren es einfach mal mit allen, da anzugreifen. Das läuft jetzt komplett automatisch ab. Also, wir können da nichts machen. Wir können nur hoffen, dass alle überleben. Und dass sie hier fleißig alles kaputt machen. Sammeln natürlich den erbeuteten Kram ein. So, das Rathaus ist bereits zerstört. Fehlt nur noch der Wachturm hier. Und dann haben wir den Kampf auch bereits gewonnen. Tada! Sehr schön. So, damit können wir nach Hause. Das war doch ein erfolgreicher Raubzug. So, dafür gibt es auch nochmal eine Belohnung. Meine Herr, ich gestehe, es gab einen Grund für meine Bestimmtheit im Kampf gegen die Räuberbande. Ich hatte gehofft, Sir James zu finden. Bitte wer? Sir James regierte über unser Dorf, doch dann verschwand er plötzlich. Zwar war er kein so guter Herrscher wie du, aber er stand mir sehr nahe. Ich befürchte, die Räuberbande um Hobart hat ihn gefangen genommen. Oder gar, wir werden ihn finden. Gibt's eine Story. Nun, da die Räuber vertrieben sind, können wir uns erstmal ein wenig erholen. Schau dir doch mal in Ruhe deine Ortschaft an. Gehe zum Vollbildmodus.
Nein, das mache ich jetzt nicht. Dann spinnt nämlich die Aufnahme mit Sicherheit wieder rum. Und wie soll... Und wo geht das überhaupt? Das habe ich vorhin nämlich nicht gesehen. Ach, da unten. Ja, hätte mir das Spiel das mal irgendwie vorher im Tutorial gesagt. Ja, das ist jetzt blöd. Ja, gut. Nein. Okay, ich bin jetzt mitten in der Aufnahme. Jetzt mache ich hier nichts. So, wir machen jetzt hier weiter. Also, beginne den Ausbau von Haus, einmal zu... Okay. Also. Klicken hier auf Ausbauen. Dann auf ein Haus. So, Ausbau zu Level 2. 10 Sekunden. Hier dauert es nur 10 Sekunden. 200 Holz. Ach so, das hier ist ja unser Gold. Da ist unser Holz und wir haben nur 86. Sammeln wir Holz von den Sägewerken oder fälle ein paar Bäume. Okay. Ach so. Das wusste ich gar nicht. Das hat das Spiel mir noch nicht erklärt, dass man hier Bäume direkt per Mausklick fällen kann. Das ist natürlich gut. Aber wahrscheinlich auch nur... Ja klar, nur welche, die in unserem Einflussgebiet sind. Einflussbereich. Aber da kriegt man ja doch einiges. Wir haben jetzt schon 186, 206. Da sind mal 20 Stück. Ne, mehr sogar. Teilweise 50. Ne, das ist doch gut. So, okay. Jetzt können wir... Dann nehmen wir aber das hier. Komm. So. Achso, Quatsch. Ja, ich muss ja erst hier draufklicken. So, und dann hier. Ausbauen. Fertig? Nein, wir müssen nochmal draufklicken. Und nochmal. Und haben wir ein neues Level erreicht. So, und da ist das Haus ausgebaut. Sieht gleich viel schöner aus. So, da ist unser Nachbar. Lord Zorf. Und er gibt uns jetzt auch Aufträge. Ja, sieh mal einer an. Was will er denn? Ach, er will, dass wir unser eigenes Wappen entwerfen. Na, dann beschäftigen wir uns ja doch mal damit. Also, was haben wir denn hier? Wir können ein Grundmuster wählen. Eine Hauptfarbe. Ja, dann nehmen wir natürlich hier. Ne? Schön games.de orange. Zweitfarbe weiß. Wobei, nein, Moment. Macht's andersrum. Da, genau. Und ein Design. Okay. Achso, da können wir einmal Symbol, zwei, so oder vier. Okay, nehmen, bleiben wir bei einem. Jetzt können wir dann noch das Symbol wählen. Aber verschiedene Motive. Das müsste ich eigentlich nehmen. Weil das hat so ein bisschen was von meiner Heimatstadt Düsseldorf. Da ist es dann ein Löwe und kein Greif, aber... Vielleicht gibt es ja hier einen Löwen. Nein, natürlich nicht. Oh, guck mal, aber es gibt ein Schwein. Komm, wir nehmen das Schwein. So. Können wir auch noch die Farbe bestimmen. Allerdings nur schwarz oder weiß. Dann lassen wir sie in schwarz. Und wir könnten noch ein zweites Symbol wählen, aber wir haben ja eh nur eins. Deswegen passt das schon. So, fertig. So, besitze zwei Farmen und entferne zwei Bäume. Ach, Bäume gefällt haben wir doch gerade schon. Machen wir es halt nochmal. Also ich finde auf jeden Fall, ich muss echt sagen, es macht schon irgendwie so ein bisschen Spaß. Also... Es geht halt relativ schnell jetzt voran am Anfang. Also man hat halt noch nicht diese ewig langen Wartezeiten, das Rathaus jetzt mal ausgenommen. Aber wie gesagt, es ist halt auch ein Social Game und ein Browserspiel und da gehören halt solche langen Wartezeiten einfach mit dazu, natürlich. Und wie gesagt, die Dinger spielt man ja auch nicht stundenlang am Stück. Von dem her ist das schon in Ordnung.
Ich finde das, ich finde es auf jeden Fall ganz nett aufbereitet. Ja, also die Grafik, der 2D-Stil, der ist echt ganz nett. Und ich glaube schon, wer Fan von diesen Social Games ist, der kann da, glaube ich, durchaus seinen Spaß mit haben. So, wenn ich das jetzt mal so nach 15 Minuten in diesem Video und ja, weiß ich nicht, so, vorher vielleicht noch 15, 20 Minuten, die ich gespielt habe. So, also so lang ging das Tutorial jetzt auch nicht wirklich. Ist jetzt auch nicht gerade das komplexeste Spiel. Also ich glaube, wer ein super komplexes Strategiespiel natürlich zocken möchte, der greift dann eher zu was anderem. Vielleicht auch nicht unbedingt zum Browser-Game. Aber wer sowas Einfaches, Simples haben möchte, ich glaube, der ist mit Kingsbridge ganz gut bedient. So, was will er eigentlich jetzt? Ach, er will, dass wir ihn einmal besuchen und dass wir 5 Nachbarn helfen. Okay, ihn besuchen ist ja schon mal kein Thema. Da wissen wir ja, wie das geht. Auch die Musik ist ganz schön übrigens. Also, echt nett gemacht. Hier sieht man übrigens mal, wie so eine Stadt dann später aussehen kann, ne? Das ist natürlich schon ein ganz, ganz anderes Bild im Vergleich zu unserem. So, wie können wir denn jetzt Nachbarn helfen? Sehen wir jetzt natürlich hier wieder nicht unsere Aufträge, ne? Müssen wir wieder zurück in unser Dorf. Hilf 5-mal Nachbarn. Wie denn? Weltkarte? Tagestribut? Die gehören ja sowieso irgendwie uns. Okay, man kämpft sich hier immer weiter vorwärts. In der Welt quasi. Vergrößert so sein Reich, Stück für Stück. Ja, wie helfe ich denn jetzt Nachbarn? Ach, wahrscheinlich ist das irgendwie die Multiplayer. Das ist wahrscheinlich die Social-Komponente, ne? Da müsste ich jetzt irgendwie einen Freund einladen. Obwohl, nee, Moment, das geht noch gar nicht. Das geht erst mit Level 8. Nee, Quatsch. Das ist was anderes. Das hat was mit dem Gebiet da zu tun. Ja, gut, ich will jetzt keine Freunde einladen. Ja. Kampfhistorie. Bearbeiten. Ach, da kann ich die Gebäude noch versetzen. Okay, das ist cool. Angriff. Aha. Kann ich andere Spieler angreifen? Hihi. Ja, ihr merkt jedenfalls, das ist, also nichts absolut Besonderes, aber doch eigentlich was ganz Nettes. So, wir sollen immer noch 2 Bäume... Ich habe doch 2 Bäume schon entfernt, hallo? Ah, Moment. Ich will hier den Baum, nicht den Felsen dahinter. So, der Baum ist weg. Warum zählt das nicht? Hallo? Klicke 4-mal auf den... Jetzt habe ich doch gemacht. Menno. Na, jedenfalls kann ich eine 2. Farm errichten. Oder? Oh, nee. Wie kriege ich das denn jetzt wieder weg? Da, Abbruch. Ah, wahrscheinlich... Da muss ich den Baumstumpf noch wegmachen. Ha. So, der Felsen, die muss auch weg. Dann haben wir da den Platz, um da eine Farm hinzusetzen. Oh Gott, und draußen regnet es und ich will gleich nach Hause. Und ich habe nur so eine Sommerjacke. Keine Regenjacke. Das ist ganz doof. Hey, neues Level. So, jetzt hier, 2. Farm. Tada. Wir müssen auch wieder mehrmals draufklicken, damit das was wird. Und dann hätten wir es geschafft.
Baue einmal Kürbis an, ernte 30 Nahrung, versorge 30 Nahrung. Okay, also Kürbis, ja damit. Ja, dauert wieder, 3 Minütchen. Was wir auf jeden Fall schon mal machen können, ist aber die hier wieder mit Nahrung versorgen. So, und hier können wir ja auch eigentlich hingehen und... Oh, guck mal. Da können wir jetzt auch andere... komm, bauen wir mal Getreide an. Ja, dann brauchen wir jetzt erstmal keine weiteren. Hilfe 5 Nachbarn. Besuche eine Nachbarn und hilft ihm. Ach, beim Einsammeln der Rohstoffe. Ach so. Nee, ich dachte, ich hätte jetzt echt gedacht, dass das irgendwas mit Freunden oder so zu tun hat. Also mit echten Facebook-Freunden. Aber nein. Sollen wir ihn hier Rohstoffe einsammeln, ja? Ah, und dabei sammeln wir Ruhm. Alles klar. Das bringt uns dann wahrscheinlich irgendwelche Vorteile oder so, dass er uns irgendwie hilft oder wir irgendwelche Belohnungen halt extra noch bei ihm kriegen. Wahrscheinlich. Achso, hier kann man nicht mehr. Komm morgen wieder. Okay. Das zählt jetzt wahrscheinlich aber nur einmal, ne? Nein, das war's tatsächlich. Genau, okay. Das hätten wir erledigt. Ja, jetzt haben wir immer noch das. 30 Nahrung ernten. Ja, dauert noch 1,5 Minütchen. Oh Gott, es da draußen regnet. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich habe gar keine Lust, nach Hause zu gehen. Allerdings habe ich heute noch nichts gegessen und ich habe Hunger. Vor allem, wo ich jetzt die ganze Zeit Nahrung ernten muss. Also, ich meine, ich mag keine Kürbisse, aber... Wobei, hier habe ich Getreide und... Ach Gott, ich habe Hunger. Ich habe Hunger, ich will nach Hause, aber es regnet und... Ja, doof. Ja, komm schon. Okay, ich summe was komplett Falsches. Aber egal. So, hier gibt's Gold. Steuern. Oh, und es gewittert. Hört ihr das? Ich glaube ja, ne? Och, nö. Gott. Ich komme pitschnass zu Hause an. Es wird ein Spaß. Ja. Oh, so, fertig. Tada! Damit haben wir die Aufgabe auch erfüllt. Was kommt jetzt? Wir sollen die Farm ausbauen und 2x von ihr ernten. Okay. Also, man kommt doch ganz gut vorwärts, muss man doch schon sagen. Ich meine, das ist immer noch die Anfangsphase des Spiels, logischerweise. Aber, das geht doch ganz gut so, ne? So, da ist das Ding fertig. Komm, diesmal brauchen wir... Ach, aber das dauert im... Ah, okay, hier, Möhren, dauert schon eine Stunde. Kostet auch mehr. Bringt dafür mehr Nahrung. Okay, ist es natürlich für die Quest hier, wo wir 2x von der Farm ernten sollen, ziemlich blöd. Deswegen entscheiden wir uns natürlich dafür. Ja, da dauert es auch noch ein Minütchen. Ja. Gut. Da gibt's wieder Gold. Ihr merkt es schon, wir können langsam zum Ende kommen eigentlich dieses Videos. Ich muss das ja jetzt nicht ewig in die Länge ziehen. Wie gesagt, mein erster Eindruck, ich bin ja kein riesen Fan von diesen ganzen Social Games und so. Aber mit meinem neutralen und geschulten Redakteursblick, würde ich mal sagen,
wer Fan des Genres ist und sowas gerne spielt, der kann sich Kingsbride gerne mal anschauen. Ist auch ganz neu, also ist tatsächlich diese Woche erst gestartet. Also da kann man wirklich mal einen Blick drauf werfen, glaube ich schon. Ist echt ganz nett gemacht. Ja. Nee, in diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss des Ganzen. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf games.de und natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr weitere Videos haben wollt, wir haben ein Let's Play zu Counter-Strike Global Offensive. Wir haben ganz viele andere Videos. Wir haben auch immer noch, wir haben angezockt zu Neverwinter und wir haben angezockt zu Far Cry 3 Blood Dragon. Also schaut euch das definitiv alles mal an. Da habt ihr viel zu tun. Und wenn ihr damit fertig seid, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Also macht es gut. Bis denn. Auf Wiedersehen. Warum sage ich immer so oft Tschüss auf verschiedene Art und Weisen? Ich weiß es auch nicht. Ich sage jetzt einfach mal nur Tschüss und dann ist gut. Also Tschüss. während wir hier so Holz hacken, mal so ein paar Worte zur Grafik und zur Aufbereitung. Finde ich echt gut. Verteidigt und sagt, nein, nur 1.6 ist das wahre Counter-Strike und Source war ja eh schon doof und jetzt Global Offensive und das gibt's ja auch noch für Konsole. Ach, geh mir doch weg.